Moin zusammen, Forastier, der alte Schlingel, hat ein Modell zum Thema Tertiarisierung aufgestellt. Darin zeigt er, wie sich die Bedeutungen von den drei Wirtschaftssektoren im Laufe der Zeit verändern. In dem Zusammenhang hat Forastier ein paar Aussagen zu den Entwicklungen von Gesellschaften gemacht. Die Aussagen von Forastier treffen aber nicht alle zu. Es gibt da ein paar Kritikpunkte. Forastier ist davon ausgegangen, dass der technische Fortschritt nur die Anzahl der Jobs im primären und im sekundären Sektor verringern kann. Und nicht im tertiären Sektor, also bei den Dienstleistungen. Er ist also davon ausgegangen, dass Maschinen oder neue Techniken im Laufe der Zeit eine Menge Arbeitsplätze in der Landwirtschaft oder im Industriegewerbe ersetzen werden. Im Dienstleistungssektor, meinte er, können neue Technologien keine Menschen ersetzen. Das stimmt so aber nicht. Ihr kennt ja zum Beispiel einen Geldautomaten an der Bank. Früher mussten immer alle Leute zum Bankschalter dackeln, um sich Geld abzuheben. Deshalb mussten da auch eine Menge Bankangestellte am Schalter arbeiten. Durch die Automaten können da mittlerweile eine Menge Menschen eingespart werden. Die Technik macht deshalb also eine Menge Arbeitsplätze überflüssig. Andererseits entstehen natürlich auch neue Berufsfelder, vor allem durch Spezialisierung. Anwalt ist nicht gleich Anwalt. Es gibt Anwälte für Verkehrsrecht und im Verkehrsrecht gibt es dann wieder Anwälte, die sich dann auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben. So entstehen dann viele kleine Nischen. Er hier vertritt zum Beispiel nur Flugreisende, die Schadensersatz für verspätete Flüge bei den Fluggesellschaften einfordern. Er hat sich also auch nochmal im Verkehrsrecht spezialisiert, eben auf die Flugreisenden. Weil er der einzige Anbieter ist, kann er dann auch eine Menge Geld von seinen Mandanten verlangen. Ein anderes Phänomen, warum Forastiers These nicht gilt, ist, dass Jobs in Niedriglohnländer ausgelagert werden. Durch den technischen Fortschritt im Bereich Kommunikation und durch das Internet ist das ganz einfach geworden. Die Auslagerung von Jobs ins Ausland heißt dann Global Sourcing oder Offshoring. Für einen Callcenter-Mitarbeiter oder einen IT-Programmierer macht es im Grunde kaum einen Unterschied, ob er in Indien sitzt oder in Heilbronn. Aber die Kosten sind in Indien geringer. Das kann dann dafür sorgen, dass der Mitarbeiter in Heilbronn durch den Inder ersetzt wird. Heißt, der technische Fortschritt sorgt, wenn ihr jetzt nur Deutschland anschaut, dafür, dass Arbeitsplätze ersetzt werden. Okay, Arbeiten im Dienstleistungssektor können also auch durch neue Technologien erleichtert oder ausgelagert werden. Das Ganze sorgt dann dafür, dass eine andere Aussage von Forastier nicht mehr aufgeht. Er hat gesagt, dass die Arbeitslosigkeit langfristig immer weiter zurückgeht. Wenn jetzt aber auch im Dienstleistungssektor Arbeitsplätze durch den technischen Fortschritt verloren gehen, dann verlieren eben auch Menschen aus dem Dienstleistungssektor ihren Job. Die Arbeitslosigkeit kann also auch zunehmen. Eine andere Aussage von Forastier ist, dass die Leute durch die Tertiarisierung ein höheres Bildungsniveau bekommen. Das stimmt aber so nicht. Was passiert in vielen Entwicklungsländern? Viele Menschen ziehen dort vom Land in die Städte. Die meisten Menschen haben dann vorher in der Landwirtschaft gearbeitet. In der Stadt fällt es den Leuten dann oft schwer, sich weiterzubilden und geistig anspruchsvolle Jobs zu ergattern. Stattdessen arbeiten sehr viele Menschen zum Beispiel als Reinigungskraft, Poolboy oder Schuhputzer. Oder auch als Prostituierte. Das sind alles Berufe, die zum Dienstleistungssektor gehören. Dazu braucht man aber keinen besonderen Bildungsstand. Deshalb passt auf, wenn ihr Statistiken über die Anteile der drei Sektoren seht. Tertiärer Sektor heißt nicht unbedingt hoher Bildungsstand. Jetzt zur letzten Fehleinschätzung. Forastier hat gesagt, dass die Schere zwischen Arm und Reich zuklappt, wenn der Anteil der Beschäftigten im tertiären Sektor zunimmt. Heißt, die Einkommensunterschiede innerhalb der Gesellschaft sollten zurückgehen. In vielen Ländern hat man aber gesehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich auch groß bleibt, wenn mehr Leute im Dienstleistungssektor arbeiten. Wir haben ja gerade schon angesprochen, dass in Entwicklungsländern sehr viele Menschen einen Beruf haben, für den sie kaum Bildung brauchen. Stichwort Straßenkehrer und Prostituierte. Diese Menschen bekommen dann auch nur sehr wenig Geld für ihre Arbeit. Es bildet sich ein sogenannter Niedriglohnsektor. Also eine Gruppe von Erwerbstätigen mit geringem Einkommen. Wenn die Arbeiten dann noch illegal sind oder nicht vom Staat erfasst werden können, so wie bei Schuhputzern, dann heißt das übrigens informeller Sektor. Andersrum gibt es natürlich auch Leute wie den Anwalt für Flugreisende, der richtig gut verdient. Insgesamt zeigt sich in vielen Ländern also, die Schere zwischen Arm und Reich bleibt gleich oder nimmt sogar zu, wenn die Tertiarisierung zunimmt. Merkt euch also, auch Berufe im tertiären Sektor können durch technischen Fortschritt wegfallen. Beschäftigte im Dienstleistungssektor sind nicht unbedingt gebildeter und die Schere zwischen Arm und Reich klappt wegen der Tertiarisierung nicht unbedingt zu. Wenn ihr mehr zum Thema Forastier wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de und ladet euch unsere App runter. Bis gleich!